Herzlich willkommen. Ja, was macht denn bitte Lebensflussbegleitung e.V.? Das ist eine sehr gute Frage. Uns gibt es nämlich noch gar nicht so lange wie jetzt den Tauchclub, den wir eben gehört haben. Uns gibt es als Verein erst seit letztem Jahr, als Initiative bereits seit 6 Jahren. Und ja, ihr habt gerade die Begriffe gehört, die mit unserem Verein in Verbindung stehen. Das war dann sowas wie Tod, Trauer, Krise, Nahtoderfahrung. Also irgendwie Begriffe, die man vielleicht an so einem herrlichen, sonnigen Sonntagmorgen gar nicht so unbedingt gerne hören möchte und die aber dennoch gleichzeitig zu unserem Leben dazugehören. Also es ist Teil unserer menschlichen Erfahrung, dass wir Verluste machen, dass wir Krisen erleben, dass wir auch Trauer erleben. Und ja, für diese Erfahrung, das ist auch etwas, was uns miteinander verbindet. Also auf dieser Ebene als Menschen sind wir eben genau alle damit verbunden. Und da wir diese Erfahrungen nicht verhindern können, da sie eben ja ganz natürlich Teil des Lebensflusses sind, dafür sind wir da, um eine Anlaufstelle zu bieten, um einen Raum zu bieten, einen Raum voller Möglichkeiten, wo ja im Grunde jeder willkommen ist. Jeder, der eine eigene Erfahrung gemacht hat, jeder, der auf seine Art selbst betroffen ist und vielleicht nach Möglichkeiten sucht, um damit umzugehen, um vielleicht wieder fließen zu können, wieder mehr in den Fluss des Lebens zurückzufinden, ins Vertrauen. Und auch jeder, der indirekt betroffen ist, indem zum Beispiel in seinem Umfeld jemand von Trauer oder von einer Nahtoderfahrung betroffen ist. Und manche Menschen wissen dann gar nicht so genau, wie kann ich damit umgehen. Und darüber hinaus ist natürlich einfach jeder willkommen, der sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Und ja, ehrlich gesagt, wenn wir über den Tod reden, reden wir am Ende irgendwie immer über das Leben. Auf jeden Fall. Gehört dazu, genauso wie die Geburt. Genau. Ja, und nur am anderen Ende. Es ist dann, genau, ist dann das Ende des Kreislaufs, so wie der Anfang, aber auch das gehört dazu. Und ich finde es toll, dass ihr eine Anlaufstelle bietet, um genau mit solchen Situationen lernen, umgehen zu können. Ja, ist ganz wichtig. Und dass man da nicht alleine damit umgehen muss und dann irgendwo alleine dasteht. Ja, genau. Ganz toll. Dankeschön. Danke, ganz, dass ihr hier seid. Ganz lieben Dank für euren Einsatz. Danke. Und dass ihr euch heute hier präsentiert und auch mit eurer Arbeit hier ein bisschen Werbung machen könnt. Genau, Stand Nummer 7. Wer vorbeikommen möchte, ist gerne willkommen. Super. Dankeschön. Lieben Dank.